Eine Null-Queue zu programmieren ist ganz einfach. Die Store-Taste drücken, halten, bis das Option-Menü aufgeht. Als Data Source wähle ich den DMX Input und als Selection alle Kanäle. Das speichere ich auf einen freien Executor und fertig ist mein Null-Queue. Und wofür brauche ich das? Ganz einfach. Im normal gepatchten Zustand gibt das Pult selbstverständlich immer verschiedene Werte auf diversen DMX-Ausgängen raus, auch wenn der Dimmer aus ist, zum Beispiel für Position, Shutter oder Farbe. Wenn ich also auf einem Festival die FOH-Betreuung mache und ein Gastoperator bringt sein eigenes Pult mit, dann aktiviere ich meinen Null-Queue, merge die DMX-Universen zusammen und übergebe somit die volle Kontrolle an den Gast. Mit einem Artnet-Protokoll ist das sehr einfach. Ich muss nur die Einstellung in den IP-Adressen beachten. Dafür gelten aber die ganz normalen Netzwerkregeln für Artnet. Sollte jetzt zum Beispiel ein Problem bei einem Gastoperator auftreten, habe ich immer noch die Möglichkeit, von meinem Pult aus die Scheinwerfer anzusteuern. Zum Beispiel bei einem Reset oder bei einem Lamp-On. Oder ich nehme einzelne Fixture aus dem Null-Queue und behalte deren Kontrolle bei mir. Zum Beispiel für die allgemeine Platzbeleuchtung. Mein Name ist Fietz und ich danke euch fürs Zuschauen. Bitte vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge.